Ich bin der Tod. In der Filmtrilogie von Der Herr der Ringe wird's für unsere Helden manchmal echt brenzlig, denn Gefahren wie die Mumakil, Kankra oder dem Wächter im Wasser führen dazu, dass einem schon mal der Atem stoppt. Auch in dem verfilmten Abenteuer Bilbos, Gandalfs und einer Zwergengemeinschaft um Thorin Eichenschild wird's im wahrsten Sinne des Wortes heiß, vor allem heiß ums Überleben gekämpft. Denn Bestien wie Smaug, die Spinnen vom Düsterwald oder die unzähligen Waage haben es wirklich in sich. Aber geht es noch brutaler? Und welche grauenvollen Wesen Mittelerdes sind uns eigentlich bisher auf der Leinwand verborgen geblieben? Genau das und noch ein bisschen mehr erfahrt ihr in diesem Video. Wenn Sie dort hineingehen, kommen Sie nie wieder raus. Starten wir mit einer wahrlich furchtbaren Bestie, die Mutter aller Riesenspinnen, Ungoliant. Denn mit einer Länge von knapp 20 Metern fürchteten sich nicht nur alle Spinnphobiker vor ihr, selbst Morgoth hatte gewaltigen Respekt vor diesem Monster. Und dennoch machten die beiden für eine gewisse Zeit gemeinsame Sache, denn Morgoth benötigte sie, um einen grausamen Plan in die Tat umzusetzen. Und die zwei Bäume Valinors, Laurelin und Telperion, dessen Licht über Arda und ihren Geschöpfen strahlte, für immer zu zerstören und die Valar so in eine tiefe Trauer zu stürzen. Trotz der gewaltigen Macht des Guten in Valinor konnte dieses Vorhaben nicht aufgehalten werden und vor allem Ungoliant machte ihrem Namen alle Ehre und ergötzte sich an dem Licht der Bäume, um daraus Finsternis entstehen zu lassen. Denn genau das war es, was sie begehrte. Stets umgab sie eine grauenvolle Wolke der Dunkelheit und wohin sie kam, hasste und begehrte sie im gleichen Maße das Licht, um es zu fressen und in ihren finsteren Netzen langsam vergehen zu lassen. Wie besessen wurden Morgoth und sie nun angezogen von dem letzten Speichermedium des Lichtes von Laurelin und Telperion, die Silmaril. So ermordeten sie Finwë, den Vater Feanors, der diese drei Edelsteine einst erschuf, stahlen einen der Silmaril und flohen nach Mittelerde. Tatsächlich verwehrte Morgoth und Goliant nun ihre Beute, denn er versprach nach erfolgreicher Mission ihr alles zu geben, was ihren Hunger stillen würde. Nachdem er dies nicht tat, versuchte sie ihn zu verschlingen und konnte sich nur mit Hilfe seiner Balrogs befreien. Ungoliant floh über die Ered Gorgoroth in ein abgelegenes Tal und paarte sich dort mit anderen Spinnen. Hier entstand übrigens auch das letzte Kind der größten Spinne aller Zeiten, Kankra. Ungolians weiteres Schicksal ist ungewiss, aber es heißt, sie hätte sich schließlich in ihrem unendlichen Hunger selbst verschlungen. Apropos Balrogs. Morgoth, der Ursprung alles Bösen, versklavte durch seine unglaubliche Macht nicht nur Elben und züchtete sie zu Orks heran. Nein, er bediente sich auch bei den Dämonen des Schreckens und gewann die Balrogs für sich. Diese wurden dadurch zu Umaya, also Maia, die dem Bösen verfallen und mächtige Diener Morgoths wurden. Der Anführer von ihnen war Gothmog, der Fürst der Balrogs und ein brutaler Untertane des Bösen in den Kriegen des ersten Zeitalters. So tötete er Feanor im Zuge der Schlacht unter den Sternen, also dem zweiten der großen Kriege Beleriands. Von diesem Tage an galt der Name Gothmog bei den Noldor-Elben als verflucht. Auch die fünfte große Schlacht Beleriands besudelte Gothmog mit seinem Blutdurst und erschien in Begleitung einer Trollarmee und mordete weiter innerhalb des Hauses von Finwë, denn nun war es Fingon, der Vater Gil-galads, der durch die Hand des obersten Balrogs den Tod fand. Und auch das war es noch nicht ganz, denn auch während des Falls von Gondolin, eine einst von den Elben erbaute und verborgene Stadt, war Gothmog nicht unerheblich beteiligt. Denn der Balrog-Fürst Morgoth und dessen Gefolge erlangten hier den Sieg und den Untergang des Reiches in Beleriand. Für Gothmog selbst ist diese Schlacht jedoch das Ende, denn in einem erbitterten Kampf gegen Egwelion von Gondolin, dem schönsten der Elben, findet er letztendlich den Tod, doch reißt auch seinen Widersacher mit in sein Schicksal. Es bleibt nun bei einer feurigen Angelegenheit, denn die dritte Kreatur, die aus Tolkiens Legendarium nie verfilmt wurde, ist Ankalagon, der Schwarze, der größte und mächtigste der geflügelten Feuerdrachen. Er und die Drachen, die ihm folgten, stellten einst die letzte große Verteidigung Morgoths im Krieg des Zorns am Ende des ersten Zeitalters dar. In jener Schlacht wurde Ankalagon von dem Halbelben und Seefahrer Earendil erschlagen. Der Fall des Drachen zerstörte dabei den Thangorodrim, also jenen Berg, den einst Morgoth aus dem Boden hob. Und nur damit ihr euch vorstellen könnt, wie unglaublich groß dieser Drache sein musste, um diesen Berg zum Einsturz zu bringen, der Thangorodrim besaß eine Höhe von knapp 11.000 Metern. Zum Vergleich, der uns bekannte und verfilmte Smaug besitzt dagegen eine Länge von knapp 18 Metern.
Somit kann man davon ausgehen, dass Ankalagun der Schwarze als Anführer von Morgoths letzter Armee der wohl größte Drache war, den Mittelerde und ganz Arda je zu Gesicht bekam. Und das, obwohl wir nun zum sogenannten Vater der Drachen kommen, Glaurung, der Wurm von Morgoth und der erste Drache, den dieser je züchtete. Dennoch war diese Spezies der Uruloki-Drachen eine etwas andere, denn sie konnten nicht fliegen und ähnelten so optisch eher den Kaltdrachen, nur dass sie ebenfalls Feuer speien und giftige Dämpfe ausstoßen konnten. Des Weiteren besaß Glaurung eine Begabung, den Willen seiner Gegner zu kontrollieren und gar das Gedächtnis jener Feinde löschen zu können. Als er sich um das Jahr 260 des ersten Zeitalters zum ersten Mal zeigte, konnte der dort noch lebende Elb Fingon ihn mit einer Schar Bogenschützen in die Flucht schlagen, weil Glaurung noch sehr jung und sein Panzer noch nicht voll ausgebildet war. Doch der schlangenartige Drache schlug schon bald zurück und begleitete Morgoth in die Schlacht des Jähen Feuers, also der vierten der Beleriand-Kriege, und führte ebenfalls den Angriff auf Finrods Elbenreich Nargothrond an. In dieser Schlacht im Jahre 495 des ersten Zeitalters traf er auch zum ersten Mal auf den Menschen Turin, der vier Jahre später ebenfalls das Ende Glaurungs darstellen sollte, denn nachdem die Schwester Turins, Njenor, ihr Gedächtnis durch den Drachen verlor und sich im Zuge dessen umbrachte, gelang es Turin, Rache zu verüben und tötete Glaurung durch einen Stich in den Bauch. Zuletzt führt uns dieses Video zu einem der größten Mysterien der Tolkien-Welt, die namenlosen Wesen, die weit unter dem Nebelgebirge und sogar noch unterhalb Morias hausten und sich dort wohl über Jahrhunderte ihre weit verzweigten Gänge nagten. Denn als Gandalf von der Brücke von Khazad-dûm stürzte und in den Tiefen von Moria mit dem Balrog kämpfte, fand er unter den Zwergenminen geheimnisvolle Gänge, die eben von jenen namenlosen Wesen stammen sollen. Wie der Zauberer beschreibt, waren diese Wesen sogar älter als Sauron, zumindest seitdem dieser den Titel des dunklen Herrschers trägt, denn Sauron an sich ist natürlich ein Maia und somit älter als die Zeit selbst. So könnten auch diese Kreaturen Hinterbliebene und alte Diener von Morgoth und dessen Schreckensherrschaft sein, die sich ähnlich wie der Balrog von Moria in den Tiefen verstecken und so die Zeit überdauern konnten. Mit dem Unterschied, dass diese namenlos und ein großes und möglicherweise tödliches Rätsel bleiben werden. Und jetzt seid ihr dran, Freunde. Welche dieser schrecklichen Kreaturen Mittelerdes hättet ihr gerne in Zukunft verfilmt? Schreibt es mir in die Kommentare, lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen und den Kanal unterstützen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bye, bye.